Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit einem Guide zum Helikopterfliegen. Ihr habt mich möglicherweise in der 29. Folge, war es glaube ich, von DayZ gesehen, wie ich versucht habe, einen Helikopter zu fliegen. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir dachte, ich übe das Ganze ein bisschen mal. Das geht in Arma 2 selbst. Das heißt, ihr startet Arma 2, geht auf Singleplayer, dort die Option Bootcamp und dann Helikopterfliegen ist, glaube ich, Punkt Nummer 4. Ihr setzt euch dann, nachdem ihr ausgewählt habt, Transportmissionen. Ihr könnt auch andere Missionen nehmen, aber die Transportmission bringt euch fast in den gleichen Helikopter, wie er auch im Spiel sein wird. Get in UH-1 as a pilot. Und als allererstes drücken wir Q, um zu steigen. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der Rotor an Geschwindigkeit gewonnen hat und dann in den Steigflug übergeht. So, also Q drücken wir, um zu steigen, und dann können wir uns direkt merken, um zu sinken, drücken wir Y. So, aber erstmal Q, um zu steigen. Und wenn ihr landen wollt oder wann immer ihr den Helikopter abfangen oder in eine sichere Position bringen wollt, Mauswheel benutzen und dann hier auf Auto Hover On. Egal, was ich jetzt mache, der Computer oder der Helikopter korrigiert automatisch meine Bewegungen so, dass der Helikopter wieder in der Luft stehen bleibt. Das ist auch wichtig, wenn ihr euch irgendwie mal abkippt und ihr den nicht mehr abgefangen bekommt. Im Zweifelsfall einfach Mausrad benutzen und Auto Hover auf On schalten. Ich schalte es jetzt aber gleich wieder ab, erstmal noch nicht. Erstmal zeige ich euch noch, dass ihr mit der Maus selber nach links und rechts den Helikopter im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen könnt. Wohingegen ihr mit A und D, also den typischen Tasten, die man im Shooter für Strafing benutzt, tatsächlich seitwärts fliegen könnt. Das ist so ein Unterschied zwischen der Mausbewegung und der Tastaturbewegung. Jetzt schalte ich Autohover wieder auf, um frei fliegen zu können. Mit Q gewinne ich ein bisschen an Höhe und kann jetzt entweder mit W den Heli nach vorne abkippen oder ich ziehe die Maus nach hinten. Ich benutze, ehrlich gesagt, immer W und S, um den Helikopter nach vorne oder nach hinten zu kippen. Und dann, ob ihr nun links und rechts mit der Maus macht oder ob ihr es mit der Tastatur macht, ist ein bisschen euch überlassen. Flieg mal so ganz grob in die Richtung, wo jetzt hier in dieser Trainingsmission mein Ziel vorgegeben ist und habe jetzt entweder die Möglichkeit, ich muss ein bisschen hochziehen, Auto Hover zu benutzen oder ich ziehe den Heli relativ steil nach oben, wie ich das hier mache, um zu halten und schalte jetzt auf die Auto Hover Funktion, dann richtet er sich automatisch wieder aus. Ich gehe jetzt mal in den Sinkflug mit Y. Üblicherweise werdet ihr in DayZ meistens relativ hoch fliegen, nämlich abgeschossen werden zu können, und versuche jetzt mal, immer noch mit Auto-Hover-Funktion an, mal so eine Landung auf einem von den Dächern hier zu machen. Das ist schon eine der schwierigeren Übungen. Ich weiß auch noch nicht, ob es klappen wird. So viel Erfahrung habe ich noch nicht im Helikopterfliegen. Aber das Ganze zum Manövrieren so auf engen Punkten, damit nicht viel schief gehen kann, immer mit der eingeschalteten Auto-Hover-Funktion. Mit Y gehe ich jetzt ein bisschen weiter runter. Was ich jetzt auch machen kann, ist auf die freie Sicht zu schalten und zu gucken, wo stehe ich denn eigentlich hier. Ne? So, freie Sicht. Ich muss noch ein bisschen nach vorne. Und dann schauen wir mal, ob ich es schaffe, hier auf diesem kleinen Dach, auch wenn es ein klein wenig schräg ist, zu landen. Das solche Punktlandung macht ihr in DayZ vermutlich eher relativ selten. Mag mal so Geschichten geben, dass ihr Leute auf einem Dach absetzen wollt, wo man ansonsten nicht hin kann. Aber ansonsten, ihr seht es auch bei mir, dauert dieses Manövrieren, um den Helikopter nicht zu crashen, möglicherweise schon eine ganz schöne Weile, vor allem wenn ihr nicht erfahren seid, so wie es bei mir der Fall ist, wenn ihr noch so ziemlich in Noobs seid. So, und jetzt runter mit der Kiste auf das Dach. Wunderbar auf dem Dach gelandet. In dem Fall sind meine Truppen jetzt hier, die springen jetzt plötzlich aufs Dach und steigen ein, aber ich denke, ihr habt verstanden, wie der Spaß funktioniert. Mit Q gewinne ich wieder Höhe, muss ich mal ein bisschen gedrückt halten, schalte die Auto-Hover-Funktion aus und kann wieder, wie ich lustig bin, über diese kleine Insel hier fliegen oder später auch über das DayZ-Gebiet fliegen. Nicht zu steil abkippen, sonst verliert der Helikopter relativ dramatisch und relativ schnell an Höhe. Und wann immer etwas schief geht, auch nochmal der Tipp, entweder Q drücken, um Höhe zu gewinnen, oder das mache ich jetzt mal, Auto Hover On. Und schon fängt sich der Helikopter wieder ab und bringt mich in eine sichere Position, von der aus ich dann weiter manövrieren kann, indem ich Autohover wieder aufschalte und einfach so fliege. Ich denke, ihr habt es verstanden, wie das funktioniert, und vor allen Dingen das Gute ist, ihr könnt es in Arma 2 im Singleplayer üben, indem ihr dort aufs Bootcamp geht, dort die Helikoptermission auswählt. Zum Beispiel die Transportmission, dann sitzt ihr in diesem UH-1Y
Und ich wünsche euch viel Spaß und vor allen Dingen viel Glück dabei beim Versuch, tatsächlich einen Helikopter zu finden in DayZ. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß, die Kiste zu fliegen. Bis dahin, tschüss, sagt euer Onkel Barlow.